Was geht ab, meine Saiyajin-Freunde? Xenos wieder am Start und heute präsentiere ich euch eine ziemlich coole Kid-Goku-Statue, wenn nicht sogar meine Lieblings-Kid-Goku-Statue. Seid gespannt und bleibt dran. You're to too many people not to lose. So, hier haben wir das gute Teil. Hier auch wieder mit dem Zertifikat. Ist eine Kollabo von MAC mit Xseed. MAC und Xseed, die stellen eigentlich immer qualitativ sehr gute Resin-Statuen her. Jetzt bin ich eigentlich immer sehr zufrieden mit den beiden. Hier seht ihr den Kid Goku. Ich finde die Szene auf jeden Fall mega. Da seht ihr noch das komplett alte Outfit von Son Goku. Das ist so ziemlich der Start von der Dragon Ball Saga. Hier mit dem 4-Sterne Dragon Ball in der Hand. Dahinter seht ihr das kleine Haus von Grandpa Gohan, in dem Son Goku dann gelebt hat. Hier auch sehr cool mit dem Stock. Die Details, so, also diese 3D-Ansicht ist ziemlich cool gemacht. Und im Dunkeln, also nachts, kommt die Statue sehr geil rüber, weil ihr könnt die am Strom anschließen und dann leuchtet die Kugel hier vorne, das sieht ziemlich cool aus. Die Statue an sich müsste so ungefähr bei 15 Kilo liegen. Ist eine 1,4er Scale, aber das verwundert mich ein wenig, weil ihr schaut mal ganz kurz hier im Hintergrund, seht ihr hier den Gohan oder hier drunter den Vegeta, das sind ja auch 1,4er Scales. Und ich finde, schwer zu sagen, ne, dass Son Goku in so jungen Jahren so groß war. Ich würde eher sagen, das ist eine 1,3er Scale. Also meiner Meinung nach, so 1,4 auf keinen Fall. Ich habe jetzt die 149 von 400 Exemplaren. War auch sofort sold out, diese Statue. Ich habe die damals nicht sofort gekauft. Ich habe ein bisschen getrödelt. Ich habe die nachträglich in Paris geholt. In Paris gibt es eine ziemlich geile Meile. Da bekommst du so gut wie alles an Figuren und Statuen. Da ist eine mega riesen Auswahl. Geschäfte so groß wie Supermärkte, einer nach dem anderen nebeneinander. Es lohnt sich auf jeden Fall mal dorthin zu gehen. Viele kennen diese Meile noch nicht hier so im deutschen Raum. Ich denke mal, dass ich diesbezüglich noch separat in einem extra Format drüber quatschen werde und eventuell mal sogar einen Videoblog dort drehen werde. Ich denke mal, das wird ziemlich cool rüberkommen. Das mit Paris, diesen Blog, da habe ich echt Bock drauf, das will ich schon lange machen. Aber das machen wir dann halt auch, wenn die Lage wieder beruhigt ist und man ganz relaxed dorthin fahren kann und cool die ganzen Sachen machen kann. Ich wollte dann eventuell auch ein paar andere Collector besuchen, weil dort die Fanbase extrem groß ist. Ich habe dort sehr viele Kontakte, die auch eine extrem geile Kollektion haben. Außerdem müsste ich dort auch noch ein paar Interviews abdrehen. Da wurde ich eingeladen in Paris zu so neuen TV-Formaten. Bleibt gespannt, meine Freunde. Leider kann ich zurzeit auch nicht trainieren, weil die ganzen Studios geschlossen haben. Vielleicht baut mir jemand von euch einen Schildkrötenpanzer und dann laufe ich damit ein bisschen durch Deutschland. Ein Spaß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Jetzt haben wir viel Zeit, jetzt können wir viele Statuen abdrehen. Welche Statue möchtet ihr sehen? Ich würde mich über euren Support freuen. Ich hoffe, dass hier auf YouTube die Community ein bisschen größer und stabiler wird. Auf Instagram haben wir ja schon eine ziemlich stabile Community. Nur brauchen wir das auch hier auf YouTube. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Videos supportet, wenn ihr die mit euren Freunden teilt, wenn ihr die auf Social Media teilt. Gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare unten. Und auf jeden Fall abonniert hier diesen Channel. Sagt euren Freunden, die sollen den Channel abonnieren, teilt das überall und folgt mir auf Instagram.
Dort folgen momentan tagtäglich neue Posts aus meiner Sammlung und so weiter und so fort. Ich habe mich gefreut, ich freue mich aufs nächste Mal, euer Xenos.